Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Sims 3 mit der Unterschiede im Stammbaum Challenge. Und ja, die gute Lisa hat heute ihre ersten Prüfungen und ich habe hier eine Freundschaftsanfrage bekommen. Nehme ich natürlich mal direkt an. Ja, das ist voll ganz okay. Ribs. So. Ich glaube, die habe ich jetzt schon länger, aber ich bin vorher leider nicht dazu gekommen, nochmal Sims 3 zu spielen, da ich zurzeit auch ziemlich viele Klausuren habe. Klasse, der Briefkasten wegen dieses, ich glaube, weil ich angemeldet bin. Und okay, die Klausuren beginnen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß, Luisa. Luisa, mir hat die abgefahrene Saftparty verpasst. Ja, schade, Marmelade. Übrigens, ich weiß gar nicht mehr, wann ich jetzt das letzte Mal aufgenommen habe. Wie gesagt, das ist leider schon wieder ein bisschen her, weil ich teilweise auch, wenn ich mal Zeit habe, dann sehr viel im Voraus ausnehme. Manchmal so für 3, 4 Wochen. Weil es zeitlich zurzeit echt ein bisschen schwierig bei mir ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe mit Luisa jemanden kennengelernt. Und zwar den guten Stanley Miller. Und ich finde den ziemlich, ziemlich gut. Und ich glaube, die würden auch gut zusammenpassen. Ich muss mal schauen, dass ich die vielleicht irgendwie zusammenbekomme. Muss mal sehen, ob ich das irgendwie hinkriege. Aber Luisa hatte heute eh ihren letzten Tag an der Uni. Und wir werden auf jeden Fall bei dem Professor um eine gute Note anbetteln. Weil mit der verstehen wir uns, glaube ich, ziemlich gut. Mit unserer Professorin sind ja beste Freunde aus Lebenszeit so gefühlt. Die wird uns schon eine gute Note geben. Ach, es ist einfach so einfach. Ich finde es echt krass, wie unterschiedlich die Unis, also in Sims 4 und Sims 3 sind. Weil in Sims 3 finde ich, ist das mega entspannt und in Sims 4 musst du so viel dafür arbeiten. Also das ist dann schon ein bisschen realistischer und irgendwie habe ich hier gerade, ah doch, jetzt ist das Uni-Gebäude aufgepoppt. Okay, sehr schön. Und Lisa hat Hunger, das fängt ja gut an. Ja, Zeit für Frühstück war jetzt irgendwie nicht mehr drin. Viel Erfolg, Kleine. Und dann sehen wir uns eigentlich nach der Klausur wieder. Wir müssen dann wahrscheinlich mit ihr ein bisschen Soda trinken, wenn sie wieder rauskommt. Das füllt auch ein bisschen den Hunger. Und dann passt das sicherlich schon. Sehr schön. Die erste Prüfung haben wir bestanden. Das kommt dann aber gleich noch eine. Sehr schön. Einzelprüfung mit Bravour. Das ist doch super. Okay, sie hat es anscheinend nicht geschafft. Sie hat aber auch Hunger. Gut, wann geht es jetzt weiter für uns? In 2 Stunden. Gut, ich würde sagen, wir warten einfach so lange, weil mehr kommen wir. Ach, und jetzt geht es schon weiter und sie muss direkt wieder ins selbe Gebäude und wir betteln natürlich den Professor wieder um eine gute Note an. So einfach ist es in Sims 3, eine Einzelprüfung oder eine Einzelprüfung abzulegen zu bekommen. Pflanzen könnte ich eigentlich auch mal wieder haben in Sims 4. In Sims 3 finde ich sie ein bisschen nervig. Muss ich mal schauen. Gut, dann bin ich gespannt und mal schauen, wie lange wir dann hier noch auf den Uni-Gebäude rumhängen müssen, bis wir dann nach Hause kommen. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir dann nochmal auf die Uni müssen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hin. Ob eine Woche ausreicht oder ob wir nochmal 2 Wochen machen müssen, weiß ich jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall auch geplant, dass ich dann in eine andere Stadt ziehe, sobald Lisa mit der Uni fertig ist. Das mache ich dann aber mit der gesamten Familie, also auch mit ihren Geschwistern und so. Da muss ich sie dann mal kurz bei den Einzelnen lassen. Das ist ja gar kein Problem. Ich muss noch gucken, wie ich das dann auch mit dem Typen mache, mit Stanley. Ist er jetzt Stanley? Ich glaube, er ist Stanley. Wir könnten uns ja nochmal mit ihnen treffen. Oder wir plaudern erstmal eine Runde mit ihnen. Ich glaube, bis jetzt war ich aber nur freundschaftlich mit ihnen und nicht romantisch, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß, dein Interesse an meinem Leben zu schätzen, Lisa May. Aber auch die anderen Studenten bedürfen meiner Aufmerksamkeit. Ach, Quatsch. Okay, eine Lagerfeuerparty.
Ich muss sagen, ich habe ihn ein klein wenig umgestylt. Nicht viel, aber ein bisschen. Er ist jetzt irgendwie laut hier noch ein Werwolf, aber das habe ich eigentlich weggemacht, weil ich die Werwölfe in Sims 3 nie so ganz mochte. Aber hier hat er trotzdem noch dieses Werwolf-Farben-Dings um seinen Namen. Deswegen weiß ich es gerade nicht. Aber wir haben immerhin alles mit Lisa bestanden. Da bin ich schon mal ziemlich happy drüber. Genau, und was ich jetzt auch verändert habe, ist nämlich, ich hatte nämlich gesehen, dass meine Grafikeinstellungen irgendwie ein bisschen seltsam sind. Ich hatte die nämlich irgendwie auf Minimum. Und jetzt sehen die Sims, glaube ich, auch wieder ein bisschen besser aus. Weil das hatte ich ja sonst immer an der Stelle einen Sim-Modus, dass die Grafiksachen oder dass die Texturen gerade bei der Kleidung ziemlich, ziemlich schlecht aussahen. Ich hoffe, dass sich das jetzt dadurch bessert. Ich weiß auch nicht, warum meine Grafikeinstellungen so niedrig eingestellt waren. Eigentlich habe ich nur auf ganz hoch, aber gut. Ich muss mal gucken, ob ich ihn vielleicht so zu meinem Haushalt hinzufügen kann, weil ich glaube, ansonsten kann man gar nicht mit Sims aus der Uni-Welt zusammenziehen. Ich hatte da nämlich schon mal mit einem anderen Sim, damals, wo ich noch privat gespielt habe, ist jetzt bestimmt auch schon wieder 3, 4 Jahre her, wo ich Sims noch privat gespielt habe. Doch, er hat aber noch diese Augen, aber ich habe ihn eigentlich Dings gemacht, also dass er halt nicht mehr so ist. Das wäre aber das Einfachste, wenn ich ihn einfach zu meinem Haushalt hinzufüge. Ups. Ich weiß halt jetzt nur nicht, wie das im Sims 3 ist. Bei Sims 4 kann man die ja ganz einfach hinzufügen, aber ich glaube, das geht mit ihm nicht. Nee. Es sei denn, wir heiraten jetzt vielleicht ganz schneller, das würde ich dann auch ein bisschen krass finden. Da kann ich ihn freundlich irgendwie. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Wir sind auf jeden Fall gute Freunde mit ihm. Aber ich hätte da kein Problem mit, wenn da mehr draus wird bei den beiden. Ups, falsche Taste. Gessi, du Bajay. So, ein paar Fotos machen. Da muss ich mal schauen, dass ich den vielleicht irgendwie bei mir hinzugefügt bekomme. Was sind denn das eigentlich seine Merkmale? Ich muss da nur schauen, dass ich ihn halt. Oh, er ist sogar familienbewusst und ordentlich im Bücherwurm, genügsam und leicht zu beeindrucken. Das sind sogar ganz gute Merkmale für so einen Random Sim. Also wie gesagt, ich habe nur sein Äußeres angepasst und nicht so andere Sachen. Was haben wir denn gemacht? Level 6 der Charisma-Fähigkeit. Wir können jetzt witzig begrüßen. Oh, haben wir jetzt eine Verabredung? Mach nochmal ein Kompliment über den Charakter. Wir könnten ihn natürlich auch überschwänglich küssen. Aber da muss ich mich erst auf Position gehen, weil davon will ich ein Foto machen. Ich fühle mich wie so ein kranker Paparazzi, aber egal. Sind wir jetzt irgendwie. Yeah, jetzt können wir viel, viel mehr machen. Wir können zusammen ein romantisches Foto aufnehmen. Beziehungsweise die beiden. Oh, und jetzt sind sie romantisches Interesse. Ups, ich muss mal ein bisschen runter.
Chihuahua. Levige. Irgendjemand ruft uns an, aber ich glaube, wir sind gerade nicht so ganz interessiert. Oder Luisa ist gerade nicht so interessiert. Ich meine, klar, Partys sind ja ganz nett, aber muss er jetzt nicht sein. Ich meine, sie hängt jetzt gerade mit Stanley ab. Ruft den jetzt schon wieder an? Rangehen. Vielleicht ist. Nee, wer bist du denn? Mit Eduard. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich irgendjemand plaudert. Nein, danke. Gerade ist es zeitlich ein bisschen schlecht. Oh, wir können zusammen in die Sterne gucken. Aber na wo? Du gehst jetzt nicht auf die Toilette. Das kannst du später machen. Oh, erster Kuss. An seinen ersten Kuss wird ein Sinn noch lange zurückdenken. Hockt euch irgendwo hin und guckt einfach in die Sterne. Das ist zwar hier bestimmt nicht so bequem, aber hey. Man kann nicht alles haben. Ach, wartet, ihr legt euch nicht hin wie in Sims. Aber ich filme so viele Sachen, sind ja echt so viel schöner animiert irgendwie als wie in Sims 4. Also alleine das mit in den Stern gucken, ist ja hier wohl mal viel süßer. Also jetzt zum Beispiel in Sims 4 der Fall ist. Solche Sachen wünsche ich mir dann wirklich mal wieder, oder wenn es dann halt Sims 5 gibt, dann Sims 5. Was mir auffällt, habe ich letztens nicht so weit mit Selina drüber gequatscht auch. Langsames Tanzen. Das gibt's ja auch, das gibt's in Sims 4 leider nicht. Ich weiß nicht wieso. Also so langsames gemeinsames Tanzen. Gerade als Hochzeitstanzen, so ist das eigentlich richtig cool. Aber ja, das fehlt leider in Sims 4. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja vielleicht mal irgendwann. Wir können ja mal verliebt umarmen und dann nochmal küssen. Dann können wir nochmal ein Kompliment über den Charakter machen. Das ist da ein Schwebekuss. Ach, das ist das mit diesen. Ah ne, das ist das nicht, okay. Ich dachte, sie holt jetzt ihren Rucksack aus. Ich dachte, sie hat noch so einen Schweberucksack von Into the Future drin. Holt den jetzt raus und fliegt jetzt mit ihm hoch. Eine feste Beziehung, damit will ich auf jeden Fall noch warten. Das ist vielleicht sonst ein bisschen zu schnell. Aber das möchte ich dann auf jeden Fall demnächst auch angehen. Und das hat jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit. Jo, was können wir denn noch machen? Zangen streichen zum Beispiel. Und dann könnten wir noch in die Arme hüpfen. Ich glaube, er lässt uns nicht fallen. Gestehen sind beim Schlafen zu beobachten. Das ist ein bisschen creepy. Außerdem hast du ihn auch beim Schlafen gesehen. Sehr schön. Und es regnet. Und Luisa muss mal richtig so. Oh Gott, Luisa muss richtig dringend auf Toilette. Warte, bevor es hier gleich einen Unfall gibt. Den es wahrscheinlich sowieso geben wird, weil sie es nicht mehr rechtzeitig schafft. Geh auf die Toilette. Jetzt habe ich da irgendwie wieder nicht aufgepasst. So wie immer. Ich war gerade so fasziniert von der Niedlichkeit von diesen beiden Sims, die so niedlich sind. Oder, ja, miteinander halt. Aber wenigstens rennen sie in Sims. In Sims 3, wenn sie auf Toilette müssen und watscheln nicht so wie in die Sims 4. Unser Motorrad, das dürfen wir nicht vergessen. Ich will es nicht schon wieder verlieren. Das packe ich direkt ins Inventar. Okay, wo ist Stanley jetzt hingegangen?
Hab keine Ahnung, wo er hin ist. Ja gut, ich würde auch fast sagen, dass wir dann vielleicht mit ihr nach Hause gehen. Nein. Und genau. Sie ist eh müde. Ich weiß auch gar nicht, wenn wir jetzt direkt nach Hause zurückfahren, ob das jetzt noch in der Nacht ist, ob das jetzt im Morgen früh ist. Ich bin nicht so sicher. Wie verregnet das wie nichts. Das ist ja auch Herbst. Das ist ja noch realistisch, dass es auch so ein bisschen regnet. Auf was wartest du, Luisa? Luisa, möchtest du nicht nach drinnen, ne? Du bist warm und flauschig und trocken, ist. Sehr schön. Okay. Mal sehen, ob noch irgendwer... Oh, hier haben Leute gekocht, aber es ist leider alles vergammelt. Dann essen wir einfach einen Snack und nehmen uns einen grünen Salat. Ich denke, das passt. Kann sie noch eine Kleinigkeit... Oh, hier steht was, das noch nicht vergammelt. Das ist Herbst, aber dann tue ich mal direkt in den Kühlschrank. Damit er nicht auch noch vergammelt. Das wäre nämlich schade drum. Okay, irgendjemand ruft an. Wahrscheinlich, dass sie uns wieder auf der Party vermisst haben. Möchte da was? Nee. Dann würde ich was sagen, dass sie sich schlafen legt, bis wann auch immer. Das ist, obwohl sie ja noch diese Verabredung mit Stanley haben, aber naja. Der war irgendwie weg. So, wir haben dich auf der Party vermisst, Luisa. Ich habe euch nicht vermisst. So, dann schauen wir mal, wann wir wieder zurück nach Hause müssen. Vielleicht war das auch erst am nächsten Tag, also gegen Mittags oder in der Früh. Auf jeden Fall müssen wir irgendwann zurück nach Hause und uns dann nochmal neu anschreiben. Ich finde es schade, dass man sich automatisch verlängern kann. Sondern wirklich erst nochmal nach Hause zurück muss. Ich muss gehen. Tschüss. Ja, tschüss. Okay, dann warten wir, bis der neue Tag anbricht. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt von euch an dieser Stelle erstmal verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann mal nächste Woche zur neuen Folge von diesem 3 wieder. Habt es noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye.